Die nächste auf der Claw-Namensliste ist Stephanie Burgess oder Stephanie Burgess, wie auch immer. Und ja, die sollen wir hier aufsuchen. Eigentlich ist der nächste Karel Sekulic, aber zudem gibt es kein Einsatzziel, also ist jetzt Frau Burgess dran. Stephanie B. Stephanie B. aus S. Hier, ist das hier ein Suchgebiet? Ich gehe davon aus. Auf der Karte werden mir die Einsatzziele aus irgendeinem Grund nicht angezeigt. Ist aber auch wurscht. Wir suchen hier einfach die Dame. Die Drohne wird die schon erkennen, wenn sie ins Fadenkreuz kommt. Wenn ich mich recht entsinne, sitzt die irgendwo rum. Aber hier sitzt halt gerade nirgends jemand. Ich wüsste halt echt gern, wie groß dieses Suchgebiet ist. Deep Blue, ich bin in der Nähe von Stephanie. Hast du Informationen zu ihr? Deep Blue hat keinen Bock, eine Antwort zu geben. Alles klar. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Du musst gar... Die sind so blind, ne? Das ist der Wahnsinn. Hä? Was? Warum jetzt Actionmusik? Was los? Ich wurde nicht entdeckt. Nicht im geringsten. Noch nicht. Dauert bestimmt nicht mehr lang, aber im Moment bin ich noch komplett stealth unterwegs. Sie ist eine Art Rechtsberaterin aus dem Silicon Valley. Sie hat sich auf Patentrecht spezialisiert. Keine Ahnung, was sie hier macht. Wozu braucht Claw eine Rechtsberaterin? Das ergibt keinen Sinn. Mal sehen, was ich sonst noch finde. Ja, da steckt sicher was anderes dahinter. Sag Bescheid, wenn du was hast. Mach ich. Gut, die Blue ist halt schon alt, ist ein alter Mann. Der muss halt ein bisschen länger nachdenken, bevor er eine Antwort gibt. Guten Morgen! Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei Ihrer Tasse Kaffee, Frau Burgess. Stephanie Burgess? Wer sind Sie? Sie sehen nicht nach Sentinel aus. Ich heiße Nomad. Ihr Name ist im Zusammenhang mit Projekt Claw und einer Person namens Der Stratege aufgetaucht. Ich gehe der Sache nach und habe einige Bedenken. Reden Sie leiser. Ich will nicht, dass uns jemand hört. Wir müssen aus der Stadt raus, einen Ort finden, an dem wir ungestört reden können. Ich hoffe, das Video wird nicht geclaimed. Der Claim-Schutz funktioniert nicht. Es ist ein hölzernes, sehr stabiles Radio. Aus der Stadt raus, okay. Kriegen wir hin. Ein Kilometer fast. Gut, das ist nicht mehr ganz so easy. Aber das ist ein Fahrzeug. Also doch wieder easy. Schleich, schleich. Und einsteigen. Sorge mich los, ich finde dich. Miep, miep. Guten Bär, so toll. Was machen Sie hier? Ich mache gar nichts hier. Ich fahre weg. Sie sehen nicht wie ein Outcast aus. Sind Sie hier, um Claw zu stoppen? Ich bin kein Outcast. Aber ja, Claw ist viel zu gefährlich, um es... Moment. Sorry, aber... Das habe ich ja noch nie gesehen. Wie hält sie denn die Waffe hier im Auto? Okay, gut. Doch nicht so cool, wie ich dachte. Es hat von hier aus so ein bisschen ausgesehen, als hätte sie die Waffe auf die Schulter gelegt. Augen und Ohren überall. Sie würden alles zu mir zurückverfolgen. Was kann ich tun, um sie zu beschützen? Ich hatte eigentlich vor, zu fliehen vor... All dem hier. Aber um das zu schaffen, muss ich aus Sentinels Datenbank verschwinden. Wenn sie alle Spuren meiner Existenz aus den Dateien von Sentinel löschen, kann ich offener sprechen. Ich will nicht paranoid wirken, aber das ist wirklich wichtig. Dann sagen Sie mir, wo ich hin muss. Danke. Ich gebe Ihnen ein Wegwerfhandy. Rufen Sie an, wenn Sie fertig sind. Keine Sorge, es ist verschlüsselt. Wo muss ich hin? Am Ufer westlich von Liberty City finden Sie Boote. Nehmen Sie eins, damit erreichen Sie den Stützpunkt. Dort werden meine Daten aufbewahrt.
Danke. Ich melde mich bei Ihnen. Ja. Sorry fürs viele Reinreden, aber ja. Sah halt echt cool aus, wie sie da die Waffe im Auto hatte, aber dann von allem sah es dann doch nicht mehr so cool aus. Nein, fahren sollst du. Alle einmal nass machen, bitte. Fixit will dich nicht nass machen. So. Dann geben wir mal die Daten von Stephanie löschen. Können Sie mich hören? Ich höre Sie laut und deutlich. Danke. Sorry, der ganze Geheimagentenkram ist etwas ungewohnt für mich. Haben Sie mir was mitzuteilen? Oh ja. Ich wollte Ihnen ein paar Details zu dem Ort mitteilen. Es ist ein alter Flottenstützpunkt, den Sentinel früher einmal benutzt hat. Und da finden Sie ein Datenzentrum. Dort werden alle Besucher und VIPs gespeichert. Wissen Sie auch, wo genau es ist? Nein. Aber da wird auch mein Profil aufbewahrt. Die Anlage wird schwer bewacht. Es gibt Mörser, automatische Geschütze und Drohnenpiloten. Es ist alles hochmodern. Sehr nützliche Infos. Danke. Okay. Und wo ist der Generator? Wenn wir den ausschalten, hätten wir's. Was sollen wir hier überhaupt genau machen? Einfach die Daten finden. Vielleicht gibt es hier Aufklärungsdaten. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ziel auf den Commander. Ziel auf den Schützen. Bin bereit, Boss. Feuer auf mein Kommando. Geh in Stellung. Bereit, Ghost Lead. Okay. 3, 2, 1. Verdammt. Ja, dann eben feuerfrei. Das ist erledigt. Rock'n'Roll. Warum hat der es überlebt? Warum hat der das überlebt? Verstehe ich nicht. Wird schon einen Grund gehabt haben, aber. Naja. Nicht so wichtig. Wahrscheinlich hat eine Zielaufschaltung nicht funktioniert. No shit, Sherlock. Ist da jemand drin? Ja, wenn ich ihn rauslasse, ist hier aber die Kacke am Dampfen. Das will ich nicht. Das möchte ich gerne, solange es geht, vermeiden. Ich scanne die Umgebung. Ja, mach das mal. Oh, guck mal, da ist einer drin. Oh, das sind viele. Viele Party Peoples. Ich sehe den Funker. Aufpassen. Richtig gut. Ich hab genug davon. Wir werden sowieso nicht weiterleben. Genau. Wir müssen nach Aufklärung. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Bin schussbereit. Feuer! Schauen wir uns hier das mal an. Ich will das anschauen, verdammt. Okay, Serverraum, Gebäude im Nordwesten. Ich hab's. Okay, dann müssen wir hier aber hoch. Was gefährlich ist. Selbstverständlich, ich bin ja nicht umsonst Ghost Lead. So, Dalle. Haben wir noch Infos? Vielleicht ein Passwort, das man da bestimmt braucht. Bestimmt wieder nur irgendein Biwak oder so. Aber trotzdem mal reinschauen.
Man weiß ja nie. Ah, sie ist in zwei Beinen. Interessiert mich für meinen, also für diesen, für dieses Safe Game halt gar nicht. Den Completionist lasse ich nur auf meinem Haupt-Safe Game raushängen. Ja, wo läuft sie denn rum? Ja, hier hinten bringt's mir nichts. Muss ich selbst machen. Haben wir einen Funker und einen Drohnenpiloten. Da oben auch noch jemanden. Oh, Alter. Das war very knapp. Huiuiuiui. Oh, das war ein harter Legspike. Alter. Da habe ich jemanden seufzen gehört. Guten Tag, der Herr. Was ist hier los? Nichts. Guck mal eben nach, was das war. Ist alles easy hier. Muss auch nicht nachgucken. Alles gechillt. Ist halt schade, dass die Kameras nicht funktionieren. Und zusätzlich wollte ich gerade noch sagen, dass man sie nicht abschießen kann. Aber abschießen geht wohl. Ich glaube, ich bin im falschen Gebäude, oder? Verdammt. Nein. Nein. Verdammt, hier ist natürlich kein Fenster. War ja klar. Wir sind nicht die Einzigen. Was ist mit der Karte hier los? Ah, gehen wir mal hier aufs Dach und dann. Was? Warum ruckelt das plötzlich hier so? Ganz seltsam. Ich verschaff mir einen Überblick, Ghost League. Ja, mach mal, aber es bringt wahrscheinlich nicht viel, weil. Guck mal, da hinten in dem anderen Gebäude sind nur zwei Wachen. Natürlich sind wir stark in der Unterzahl. Ich hoffe, ich kann hier einen Fallschirmsprung runter machen. Ohne zu sterben. Phänomenal. Ich riskiere es, oder? Nein! Oh Mann! Ich das hasse! Wo? Wer hat mich entdeckt? Ach, er da. Nee. Ach, er da hinten war das. Glaubst du das? Feindkontakt! Gar nichts. Kein Feindkontakt. Alles ruhig hier. Hallo? Wohin? Dahin. Sehr gut. Komm schon. Och, geh doch durch die Tür, Mann. Eieieiei. Ach, wäre doch schön, wenn Hacken so einfach wäre. Naja, eigentlich wäre es ziemlich beängstigend, wenn Hacken so einfach wäre. Man kann so hacken. Erledigt. Vielleicht nochmal die Aufzeichnungen checken. Aufzeichnungen? Welche Aufzeichnungen? Was? Überprüfen Sie Stephanies Profilstatus. Und jetzt muss ich in ein anderes Gebäude, oder wie? Oder nur einen Computer? Nur einen Computer, ja. Also was ich sagen wollte, man kann so hacken, aber das ist dann halt nur ein Hack, für ein bestimmtes Ziel, der dann halt vorbereitet wird und dann nur per Badge dann ausgeführt wird. Aber ansonsten, ganz voll vergessen, Watch Dogs is not real. Leider. Leider oder Gott sei Dank, beides gleichzeitig irgendwie. Stephanie, ich habe mich um ihre Akte gekümmert und sie aus dem System entfernt. Danke, Nomad. Das bedeutet mir wirklich viel. Können Sie jetzt frei sprechen? Ja. Ich sende Ihnen Koordinaten zu einem sicheren Treffpunkt. Dort kann ich Ihnen alles erzählen, was Sie wissen müssen. Danke. Ich bin schon gespannt. Und ich erst. So, wo ist denn dieser sichere Treffpunkt? Ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten. 500 Meter. Nehmen wir den Heli. Team, zu mir. Rück zu meiner Position vor. Schade, nicht bewaffnet. Wäre zu schön gewesen.
schneller. Der Mörser macht nichts. Ihr müsst ihn nicht im Fadenkreuz behalten. Mein Gott. Juri, ich flieg jetzt ohne dich. Das ist ja wohl ein Witz, das. Alles klar. Ich passe auf dich auf, Mann. Was? Wer hat das gesagt? Wer hat gerade gesagt, alles klar, ich passe auf dich auf, Mann? Upsala. So. So, wo ist sie jetzt? Ich bin jetzt am Treffpunkt, Stephanie. Wo sind Sie? Stephanie, wo sind Sie? Ja, ich wusste schon, was los ist. Ich werde nicht kommen. Ich kann nicht. Moment. Was? Wieso? Ich habe keine Wahl. Ich muss alle meine Spuren verwischen. Sie müssen verschwinden. Vergessen Sie, dass wir uns kennen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Team, Feuer frei. Feuer frei! Was ist das? Wo ist denn das? Ah, shit. Jo. Mach keine Sachen. Ja, ich wusste schon, was da kommt. Als die nicht da war, habe ich mich dran erinnert. Direkt den Schalldämpfer entfernt. Ich bin verletzt, aber... Boah, wo? Ja, natürlich schießen die durch Dingens. Ich kann nicht. Wo? Verdammt. Ich muss mich verarzten, sonst bin ich gleich ganz hinüber. Es wäre echt schade. Es hat alles so gut geklappt. Ach, weißt du was? Hier. Ich hab keine Sicht mehr. Nein, verdammt. Die Drohne hat sich ausgeschaltet. Okay, gut, der Heli. Boah. Ich wollte gerade sagen, der Heli ist wohl weg, aber ist er nicht. Jetzt ist er weg. So, dann machen wir hier. Ich schalte um auf Nachtsicht. Schalte auf Nachtsicht. Hab ich den? Hab ich, ne? Ah, shit! Ja, aber sowas von übel. Deep Blue, ich habe wegen Stephanie nachgeforscht und was ich gefunden habe, gefällt mir nicht. Wir müssen aufpassen, dass sie dem Strategen nichts von unseren Nachforschungen erzählt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Apropos Stephanie, hör mal. Ich habe gerade einen der Kommandanten von der Claw-Liste verhört. Und was Interessantes erfahren. Ich höre. Burgess hat sich anscheinend ziemlich gut mit ihrem Bodyguard angefreundet. Ein Kerl namens Carol Sekulich. Als Mitglied von Claws VIP Security sollt ihr doch wissen, wo sie sich versteckt. Carol Sekulich? Er steht auf meiner Claw-Liste. Genau. Dann weiß ich wenigstens, wen ich mir als nächstes verknüpfe. Genau, Carol Sekulich, das war der, der eigentlich über der Dame steht. Auf der Liste. Aber zu dem es kein Einsatzziel gab. Hier. Okay, dann halt als nächstes Carol Sekulich. Aber das in der nächsten Folge. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.